Versprochen, heute nur ein Thema von der Lufthansa. Ehrenwort. Ansonsten, die nächsten Themen sind ganz einfach. Boeing-CEO sagt, dass man die 737 MAX 10 cancelt. Ja, das gibt es jetzt von offizieller Stelle. Ich hatte das ja selber auch schon erwähnt. Andere Themen sind zum Beispiel Starlines, dass Jeffrey Go gehen muss. Ja, und Kampf gegen das Flugchaos, da ist Lufthansa im Spiel. Und man lässt auch vermehrt Flugzeuge leer starten. Das macht doch keinen Sinn. Weiter geht's mit Emirates Airlines. Die machen sich im Prinzip lustig und sagen ganz einfach, hey, stornierte Flüge, Gepäck, verloren, nicht bei uns. Und dann geht's weiter mit Piloten der SAS, die ihre Passagiere trotz Streik nicht im Regen stehen lassen wollen. Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. In der heutigen Ausgabe geht es natürlich wie immer auch darum, dass ihr den Kanal abonniert, dass ihr den Kanal natürlich unterstützt und dann die Glocke anmacht, damit ihr immer wieder auf dem neuesten Stand seid. Weiter geht es logischerweise dann mit dem Kommentar. Viele haben davon ja Gebrauch gemacht, das finde ich persönlich sehr, sehr super. Und last but not least, ja, ihr wisst es schon, like da lassen. Erstes Thema ist Boeing. Bei Boeing ist der Haussegen schief. Da läuft ja einiges verkehrt. Und jetzt ist es so, dass der Chief Executive Officer, der CEO Dave Calhoun, Aviation Week erzählt hat, dass man gezwungenermaßen die 737 MAX 10 streichen muss. Und zwar ist das, weil es da Probleme bei der Zulassung gibt. Und im Dezember, und das hatte ich ja auch oft erzählt, am 31. läuft halt einfach das Zeitfenster ab, in dem man dieses Flugzeug zertifizieren kann mit der alten Technologie. Heißt also, insofern ist es so, dass man im Cockpit ein neues Warnsystem haben muss, was diese Warnungen auch kategorisiert und qualitativ dann dem Piloten vorlegt. Bei Boeing ist das halt in der 737 so, dass da erstmal ein Tannenbaum angeht und man muss selber als Pilot schauen, was man da macht. Ich persönlich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ein Riesenproblem ist. Ich glaube einfach, dass das von der Awareness und so weiter, natürlich von der Arbeitsbelastung in einem Notfall für die Piloten wesentlich höher ist. Aber man muss halt jetzt einfach diese Gesetzmäßigkeiten akzeptieren. Warum Boeing das nicht akzeptieren will und warum man hofft, dass der Kongress oder der Senat, ich weiß nicht, wer von beiden das machen muss, da eine Verlängerung gibt, ist einfach deshalb, weil man sagt, es kostet zu viel Geld. Und das andere Thema ist, aber das ist, glaube ich, das, was wichtiger ist, dass die 737-8, die schon zugelassen ist, ja, dass die da natürlich eine Differentiator-Schulung haben muss. Das heißt also, man muss da schauen, dass man die Piloten schult. Aber ich meine, ihr müsst für die MAX die schulen. Wo ist das Riesenproblem? Natürlich, die Fluggesellschaften sagen, das kostet Geld und so weiter. Aber dann wäre es vielleicht auch Zeit, die 737-8 auf den neuesten Stand zu bringen und da dann einfach mal zu schauen. Es ist natürlich so, dass das Dilemma logischerweise auch aufgrund der Unfälle der 737 MAX im besonderen Fokus steht. Aber auf der anderen Seite ist es jetzt auch so, dass Boeing 640 Bestellung alleine für die MAX 10 hat von 17 verschiedenen Fluggesellschaften. Und die FAA hat trotzdem diese Warnung ausgestellt und hat gesagt, hier, ihr müsst da mal was machen. Aber Boeing hat ja bis jetzt da nichts gesagt. Und dieses ICAS-System, das ist also Engine Indicating Crew Alerting System, das muss halt dann geändert werden. Und ich glaube einfach, Sicherheit geht vor. Und wenn das so ist, dann ist das leider so. Und ja, die 737 ist halt eine Hülle aus den 60er Jahren und da muss man dann halt Hand anlegen. Freut vielleicht Airbus, weil man damit den 320er besser verkaufen kann. Vielleicht auch für die kleineren Modelle, den für die 7er, da betrifft das ja wahrscheinlich das auch. Ja, da hat man halt ein Problem. Starlines, Chef Rigaud, der Chef, der noch die Bahn gefeiert hat im Bahnhof in Frankfurt am Montag
Und auch den ICE mit dem Starlines-Logo, intermodaler Partner und so weiter. Ihr habt es ja alle gesehen. Ja, der hat ein Problem. Sein Job ist in Gefahr. Warum auch immer, das weiß man nicht so genau. Natürlich ist diese Partnerschaft der Bahn und auch den Kurs, den man da eingeschlagen hat, nicht schlecht. Nur ist irgendjemand nicht happy. Und am Gründungsort Frankfurt hat die Bindung natürlich nachgelassen, weil er ganz einfach auch Singapur als Dependance gemacht hat. Und er sagt natürlich, dass die Starlines mit einem kleinen Team in Frankfurt sitzt. Der Großteil der Angestellten arbeitet jetzt in Singapur. Ist natürlich für den einen oder anderen reizvoll, aber für Lufthansa als Gründungsmitglied ist das halt relativ problematisch. Warum? Ganz einfach, weil die Lufthansa Einfluss haben möchte, schätze ich mal. Und Guo selbst, der seit 2017 halt der Chef irrt, ist halt für diesen Spagat, den er da permanent machen muss, ja, ist halt ein Problem. Und der Vertrag läuft halt Ende 2022 aus und wird nicht verlängert. Was haltet ihr davon? Ich meine, die Allianz sagt im Moment nichts wirklich und da muss man halt sich das Ganze einfach angucken, weil ein Sprecher sagt, zum jetzigen Zeitpunkt will man sich nicht äußern. Und keiner sagt, warum. Also insofern, gerüchteweise soll es so sein, dass die Chefs einiger Mitglieder mit seiner Arbeit äußerst unzufrieden sind. Unter anderem, weil halt diese zwei Standorte Frankfurt und Singapur da sind, das kostet halt pinke Geld. Und klar ist aber auch, dass dann ein neuer Chef oder eine neue Chefin herkommen müsste. Und ich glaube, dass Lufthansa da ein gewaltiges Wort mitredet. Und glaubt mir, es wird nach Geschlecht gemacht. Ich glaube, es kommt eine Frau. Also ich glaube, da kommt eine Frau hin. Passt mal auf. Vielleicht, ne? Ganz sicher. Und es wird Frankfurt vielleicht als Position gestärkt. Auf jeden Fall ist es so, dass neben der Lufthansa 25 Mitglieder sind, also 26 an der Zahl. Ihr kennt es ja alle, ich werde es ja nicht aufzählen. Dann gibt es halt ja noch die Partner Unaneo Airlines und Thai Smile und logischerweise die Deutsche Bahn. Kommentiert hier, ob das euch interessiert, ob euch das tangiert, ob ihr sagt, ach, Star Alliance, das ist schön, wenn die wieder in ruhigen Gewässern sind. Lufthansa muss nochmals 100 Flüge streichen, ganz genau. Also es ist halt so, wie es die Spatzen vom Dach geschrien haben die letzten Tage, ist es halt so, weil die Situation an den Flughäfen nicht besser wird, sondern halt wirklich sogar schlimmer wird. Es wird halt wirklich... ja, es eskaliert und wenn du kein Glück hast, kommt noch Pech dazu. Man sieht halt immer weiter, was passiert. Die Schlangen an den Flughäfen werden länger und damit muss man halt jetzt gucken, wie man das ganze Ding vor dem Einsturz bewährt, das System vor dem Einsturz bewährt. Ganz genau, also das heißt das System Luftfahrt. Und das gilt natürlich für viele Fluggesellschaften, denn die Nachfrage ist sprunghaft angestiegen, aber es fehlt halt überall an Personal, an allen Ecken und Enden und da muss man halt einfach etwas unternehmen. Dieses Flugchaos ist ein Riesenproblem. Ich habe darüber ja berichtet. Ich wollte mir ja auch eigentlich da jetzt nicht großartig wieder was auf die Pumpe tun. Deshalb lehne ich entspannt zurück, bin locker da. Habe ich was zu trinken? Nein, ich habe gar nichts zu trinken. Ich könnte natürlich ein Whisky holen. Aber machen wir jetzt nicht, weil ich kein Glas habe. Glück gehabt. Ist ja auch kein Saufprogramm hier. Naja, nichtsdestotrotz ist es so, dass 19% der Flüge annulliert worden sind, gestorniert worden sind. Und man hat natürlich drastische Maßnahmen. Man sieht das ja an den Flughäfen wie Gatwick oder Amsterdam, die halt wirklich die Zugänge der Passagiere reglementiert haben. So auch hat Lufthansa ja schon 900, dann nochmal 2200, also 3100 Flüge reduziert. Aber das reicht einfach nicht, um die Probleme in den Griff zu bekommen. Und dann droht der Betrieb halt wirklich zusammenzubrechen. Und das ist halt etwas problematisch. Und ja, von Freitag, dem 8. Juli bis Donnerstag, 14. Juli, sind halt rund 19% aller Flüge storniert oder auf der Kippe. Also wirklich, ja, das ist ein Brief von Dienstleistern. Und das Problem ist halt einfach, wenn ein Flug morgen schon verspätet rausgeht, dann wird das halt immer mehr. Und gerade auf Stoßzeiten zwischen 60 und 80 Flugzeugen Flüge betroffen und man versucht, das System halt zu entlasten, so sagte ein Sprecher gerade auch im Fernsehen. Es nennt das Ganze Verspätungsspirale, weil wenn eine Verspätung kommt, dann addiert sich das und abends hat das Flugzeug dann mehrere Stunden Verspätung und kann natürlich einige Lecks auch nicht fliegen. Ich habe ganz vielleicht gelogen am Anfang. Es gibt vielleicht ein zweites Lufthansa-Thema.
Aber es ist ja nichts Schlimmes. Also ich hatte mich ja darüber schon ein bisschen echauffiert, dass Lufthansa vermehrt Flugzeuge leer starten lässt. Und dieses Leerstarten ist halt ein Riesenproblem, gerade von Frankfurt oder München. Die Bild-Zeitung hat ja auch berichtet, weil der lustige Kai Diekmann betroffen war, dass LH202 nach Berlin abends leer geflogen ist. Und man macht das gerade in der Zeit vom 8. bis zum 14. Juli ohne Passagiere zu starten, um die Verbindung zu stabilisieren. Warum? Ganz einfach, weil die Passagiere nicht in der Zeit kommen. Wobei ich nicht verstehe, warum nimmt man nicht die Passagiere mit, die man einfach mitnehmen kann. Warum? Man sagt halt einfach, im Spiegel heißt das einfach so, dass diese Flüge, die halt rausgehen, meistens daran kranken, dass das Gepäck nicht in der Zeit da ist. Und deshalb macht man dieses. Und man will auch in den kommenden 7 Tagen, wie ich ja schon berichtet habe, 105 weitere Flüge streichen. Drehkreuz in Frankfurt, 364 weitere Flüge ohne Passagiere losschicken. 364. Krass, oder was das kostet. Und diese Positioning Flights, oder sie heißen ja auch Deadheading oder wie auch immer, wie man das nennt, sind halt einfach so, dass die Einsätze sicherstellen sollen, dass die Flugzeuge dann zumindest morgens wieder richtig starten können, damit man halt nicht am nächsten Tag noch das Problem hat. Und die Bodenabfertigung ist halt der Schuldige. Die Lufthansa Cargo ist ja auch davon betroffen, weil kein Cargo mehr abgearbeitet wird. Da geht es einfach so, dass man nach München ausgewichen ist. Und ein Stopp für Tiere an Bord soll wieder aufgehoben werden, nachdem die Ticketpreise erhöht worden sind. Der lachende Dritte, die lachende Dritte oder ja, jemand, der sich darüber zumindest nicht ganz unfreudig auslässt, ist Emirates Airlines. Und zwar, sie sagen, hey, wir sind happy, wir können Sommer starten, wir haben kein Problem, wenn es zu diesen Spitzen kommt. Weil unsere Timeline ist wie geplant. Ja, smooth, oder? Da sagt man doch, congratulations, Emirates. Ne? Also da ist es doch wirklich so, dass man da dann sagen muss, hey, da haben KLM, Delta, Lufthansa, British Airways, Iberia, TAP und wie sie alle heißen, richtig Probleme. Aber der in Dubai gebaste Fluggesellschaft, so ist es, Carrier wollte ich sagen, hat 24.000 geschedulte Flüge in Juli und August mit 129 Destinationen. Davon sind alleine 39 europäische Städte. Und das ist quasi, die reinfliegen in das Epizentrum der Probleme. Die fliegen ja nach Amsterdam, nach Frankfurt. Also ihr wisst, wohin es geht. Und mit dieser Präsenz in Europa ist es natürlich so, dass man halt nicht die ganzen Verspätungen ganz und gar vermeiden kann. Aber man muss halt ganz ehrlich sagen, man arbeitet mit dem grauen Personal und Emirates ist halt bekannt dafür, dass die auch knallhart sind und Verträge dann auch knallhart aushandeln, wo die dann sagen, wenn du es nicht schaffst, ist dein Problem, kostet Strafe. Und das ist natürlich dann, was für andere Fluggesellschaften vielleicht ein Problem ist. Weil wenn der Emirates-Flieger da steht und die dann einen anderen Flieger haben, dann könnte er ja dreimal ausdenken, wer dann kommt. Und natürlich, andere Fluggesellschaften haben auch nicht genug Staff, um Flugzeuge zu mannen. Aber das ist einfach so, dass natürlich das bei der Emirates nicht wirklich das Problem ist. Man hat da riesige Initiativen gestartet, um mitfliegende Flugbegleiter, logisch, dass sie mitfliegen alle, ohne mitfliegende Flugbegleiter könnte der Flug ja auch nicht gehen. Aber gerade KLM, British Airways, Lufthansa, die haben ja so viele Staff-Probleme. Aber haben sie nicht. Und die Fluggesellschaft haben ja dann auch noch Folgendes gemacht, dass sie die Flüge ja storniert haben. Emirates macht das auch nicht. Emirates sagt, wir können. Und nichtsdestotrotz, Emirates sagt sogar, dass man stattdessen sogar die 380er wieder in die Luft bringt. Immer mehr und mit mehr Druck. Und das sind dann Ziele wie Amsterdam, Düsseldorf, Hamburg, London, Gatwick, Heathrow, Rom, Paris. Und vor allem London hat ja auch mehrere Rotationen, muss man sich mal angucken. Madrid, Manchester, Mailand, Wien, aber auch Zürich. Also da geht richtig was ab. Und dann ist das natürlich so, dass wenn man das sagt, dass British Airways zum Beispiel 10.300 Flüge zu stornieren hat, Lufthansa hat ja auch jetzt zum vierten Mal Flüge storniert, ist halt ein Thema. Also ich finde es spannend, dass Emirates darauf reagiert und Emirates davon halt nicht betroffen. Wer davon betroffen ist von Streik, sind die Passagiere von Scandinavian Airlines oder aber von British Airways, die ja auch irgendwie so hin und her streiken. Aber Scandinavian Airlines hat einfach gesagt, wir lassen unsere Passagiere nicht im Stich, und zwar die Piloten. Und zwar
Sie wollen die Passagiere nicht zu den Urlaubszielen fliegen, aber sie wollen sie zumindest abholen. Und das ist natürlich ein, naja, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein fairer Zug ist. Man fordert halt, dass die Aussperrung der Piloten bei SAS aufgehoben wird. Denn die Fluggesellschaft hat natürlich die Piloten ausgesperrt. Und diese Aussperrung ist halt wirklich ein Riesenproblem. Und ich hatte das ja auch andermal gesagt, dass diese Nichteinhaltung von Verträgen ist halt in meinen Augen ein Riesenproblem. Also da sollte man wirklich schon gucken, dass man vertragstreu ist. Ich meine, uns als Passagiere möchte man ja auch, dass wir vertragstreu sind, dass wir zahlen. Dann wollen wir auch, dass ihr zahlt, auch uns an Geld zurückzahlt. Und ja, das ist so das. Also heute eine Folge ohne Hals, ohne ich war locker, ich war entspannt. Braucht keiner sich Sorgen zu machen. Ich muss nicht zur Therapie oder so. Ich gehe ja auch jeden Tag schwimmen mit meinem Luxuskörper. Ich bin da so in dem Floating-Business. Wenn er mich besuchen kommt, können wir auch gerne zusammen schwimmen gehen. Sauna geht übrigens auch, mache ich auch danach zur Entspannung. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Schwieriges Wort. Frequent Traveler TV Takeoff. Ich habe nachher noch eine Radiosendung, da muss ich dann aufnehmen. Das ist Radio 1 in Berlin. Soll so um 15.30 Uhr gesendet sein, aber ich werde den Link dann auch nennen. LKW fährt hier auch vorbei. Jo, und hier ist ein Bus. Also insofern, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ihr den Kanal abonnieren sollt, die Glocke anmachen sollt, kommentieren sollt, ein Like da lassen sollt. Und bis morgen wieder in alter und in frische. Also, danke, dass ihr heute dabei wart und bis dann. Ciao.